Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Baphomets Fluch 2.5. Ja, und jetzt werden wir erstmal in das Museum gehen, wo wir denn ja nicht ganz legalerweise rein können, weil, wie ihr vielleicht in der letzten Folge gesehen habt, alles zu ist. Mist, der Dreck an meinen Schuhen hat mich an einen Wachmann verraten. Nein. Okay, dann weiß ich aber schon, was wir denn dazu, dagegen machen können. Dann haben wir Gott sei Dank ein Handtuch. Müsste eigentlich klappen. Halt. Das hat mir gerade noch gefehlt. Ja. Ah, vor dem Fenster ist eine Pfütze. Meine armen Schuhe. Dann legen wir einfach mal das da drüber. Es klappt sogar und jetzt können wir ganz gut da rein. Weil es ja in Wirklichkeit auch so klappen würde. Ah. Sind Sie die Assistentin von Jimmy McLaw? Wer will das wissen? Mein Name ist Nicole Collard. Oh, right. Sie sind die Reporterin. Ich denke, wir sollten uns beeilen, sonst kommen wir noch zu spät. Na dann los. Oh, da wollte ich mich jetzt gerade noch... Hier ist das Anwesen von Mr. McLaugh. Ich denke, Sie werden sich zurechtfinden. Ich muss Sie leider hier verlassen. Meine Gruppe wartet. Vielen Dank. Keine Ursache. Auf Wiedersehen und viel Erfolg bei Ihrem Interview. Ich schaue auf die Uhr und stelle enttäuscht fest, dass ich 5 Minuten zu spät bin. Und jetzt? Na, schade. Aber hoffentlich ist er noch da. Nein. Ich muss erst George finden. Es führen Reifenspuren zum LKW. Er steht demnach nicht lange hier. Aber wir müssen ja da rein. Nein, ich muss erst George finden. Wir müssen ja jetzt irgendwie da rein. Jetzt ist der Punkt, wo ich noch nicht ganz so weit gespielt habe. Also ich weiß jetzt auch nicht mehr Bescheid. Ab dem Zeitpunkt... ist Ende im Gelände, muss ich jetzt auch mal rumschauen. So, pass mal auf. Oh. Können wir ja so einiges nehmen hier. Gartenschlauch können wir mal mitnehmen. Vielleicht brauche ich ihn später nochmal. Genau. Dann war hier noch ein was. Schraubenzieher. Ist das etwa George der... George wüsste jetzt, was man mit ihm anfangen könnte. Hast du wenigstens mitgenommen? Ja, sehr gut. Was war hier noch? Die Säule können wir nicht mitnehmen. Warte mal, ich muss da hier mal noch mal schnell gucken. Was passiert denn, wenn wir da lang gehen? Da lang gehen? Ach so. Kommen wir wieder raus. Aber jetzt können wir noch an dem Fenster gucken, wo dann George drin ist eigentlich. Sein müsste. Nico, hier unten! George! Live und in Farbe. Immer wenn wir uns trennen, finde ich dich hinter Gittern wieder. Ich habe aber auch immer ein Pech. Wie ist das passiert? Das erzähle ich dir später. Erstmal stelle ich dich einem alten Bekannten vor. Mademoiselle Collard, schön Sie wiederzusehen. Sie verlogener, hinterhältiger Mistkerl! Ich dachte, Sie wären tot! Nico, reg dich nicht auf. Hol uns sie erstmal raus. Uns? Du erwartest doch nicht, dass ich diesen Kerl mitbefreie. Doch, das musst du. Ich werde dir nachher alles erklären. Na toll, und wie sollen wir das jetzt anstellen? Ich hab eine Idee. Also ich weiß jetzt überhaupt nicht, ob das wirklich klappt. Ich habe mit meinem Vater früher immer Westernfilme gesehen. Da wurden die Ganoven im Gefängnis mit Hilfe einer Seil an Pferd und Ziehaktion befreit. Vielleicht klappt es auch in diesem Fall. Wollen wir ja mal hoffen. Der Schlauch ist noch nicht fest genug. Okay, brauchen wir dann noch den Schraubenzieher? Das könnte klappen. Was hat sie denn da gemacht jetzt? Na egal, wir steigen jetzt mal in den LKW ein und ziehen ihn da mal raus. Ich habe nicht gewusst, ob das klappt, aber ich habe eben auch schon Filme gesehen. Ja, schönes Schwarzbild.
Ja. Dürfte ich wieder etwas sehen? Ah ja. Nichts wie weg. Ich glaube, sie kommen. Nun gut, Khan. Wie haben Sie damals den Angriff überlebt? Raus mit der Sprache. Wissen Sie, mein Vater war ein sehr begabter Illusionskünstler. Abend für Abend füllte er ganze Zelte. Das Publikum liebte ihn. Kurz vor seinem Tod brachte er mir die wichtigsten Tricks bei. Ich lernte mich zu verstellen, andere Menschen zu täuschen, auszutricksen. Das ist mir scheinbar gelungen. Und warum das? Statt sich totzustellen, hätten Sie uns in Bannockburn helfen können. Wir hätten Sie gebrauchen können. Sie haben es doch auch ohne mich geschafft. Das mag sein. Aber durch einen glücklichen Zufall und dank einer Menge Plastiksprengstoff. Und wegen des Vollidioten Flap. Der hat doch tatsächlich versucht, mit dem Mund das Feuer auszublasen. Ich wäre Ihnen keine große Hilfe gewesen. Warum nicht? Ich habe Sie damals im Zug angelogen. Wir waren nicht von Beginn an auf einer Seite. Ich war Auftragskiller, ein Söldner, der für Geld sein Leben aufs Spiel setzte. Ich verstehe nicht. Die Templer waren mir schon vor den Ereignissen in Paris, Bannockburn oder Syrien ein Begriff. Aber nicht etwa, weil ich im Geschichtsunterricht besonders gut aufgepasst habe, sondern weil ich von ihnen angeheuert wurde. Sie haben für die Templer gearbeitet? Genau so war's. $100.000 waren ein guter Grund, für die Neo-Templer zu arbeiten. Mein erster Auftrag führte mich nach Japan, wo ich einen Politiker ermordete. Dann kam ich nach Paris. Dann kam Plantin. Und warum zum Teufel wollten Sie George umbringen? Genau. Warum wollten Sie mich umbringen? Er war ein unangenehmer Zeuge, weiter nichts. Allerdings wurde ich eines Tages neugierig und habe hinterfragt. Ich las alles, was ich über die Templer und ihre Vergangenheit in die Hände bekam. Alte Zeitungsberichte, Dokumente aus dem Mittelalter, Reportagen in Fachmagazinen, einfach alles. Das gefiel den Templern gar nicht. Danach war ich auf der Abschussliste. Dies zwang mich, gegen sie zu agieren. Ich fasse es nicht. Ein Berufskiller mit Gewissensbissen. Auch Berufskiller haben, so absurd das klingen mag, eine Seele, Monsieur Stobart. Ich entschied mich Seite an Seite mit ihnen zu kämpfen. Trotzdem versuchten sie mich weiter umzubringen. Falsch. Ich hatte nie die Absicht, sie umzubringen. Ach nein? Haben Sie Syrien etwa vergessen? Ich jedenfalls nicht. Das war ein weiter, sehr weiter Sprung. Wie ich bereits sagte, ich kann mich wunderbar verstellen und Platzpatronen taten damals ihr Übriges. Was? Sie meinen, ich bin die 40 Meter wegen Platzpatronen heruntergesprungen? Naja, das war doch immerhin mal eine Erfahrung. Sie sagten, Sie wären uns keine große Hilfe gewesen. Wieso? Ganz einfach. Ich habe mir beim Sturz im Zug das linke Bein gebrochen. Was hatten Sie eigentlich im Haus von Jimmy McLaw zu suchen? Ach, das ist etwas kompliziert. Nur so viel. Die Templer existieren immer noch. Huch, was war das denn gerade? Oh mein Gott. Ach du Scheiße. Was jetzt hier losgeht? Oh mein Gott, und schon wieder in der Haut von unserem Kumpel hier, vom lieben George, und wir fragen doch erstmal das Mädchen. Ich drücke gegen die Scheiben, doch es passiert nichts.
Ja, wahrscheinlich, weil da die Wand ist. Mal fragen wir erstmal das Mädchen hier. Hallo, mein Name ist George. Und deiner? Ich heiße Miranda. Wie alt bist du denn, Miranda? Ich bin 12. Warum bist du denn so traurig? Mein Hund ist weggelaufen. Willst du ihn denn nicht suchen? Das kann ich nicht. Warum nicht? Ich bin blind. Max ist mein Blindenhund. Verstehe. Soll ich ihn für dich suchen? Das würden Sie für mich tun, Mister? Ja, Miranda, das mache ich gern. Vielleicht finden Sie auch meine Hundepfeife. Max hat sie möglicherweise bei seinem Ausbruch mitgerissen. Ja, wir versuchen unser Bestes. Mal sehen. Da kommen wir nicht raus. Nö. Miranda. Machen wir nochmal mit Rechtsklick. Mal sehen, was da passiert. Ein Mädchen. Es scheint sehr besorgt zu sein. Ja. Das sind die stabil aussehenden Fenster der U-Bahn. Wie laut das... Bei näherem Untersuchen fällt mir auf, dass die Tür ein klein wenig verbogen ist und dadurch in der Mitte einen Spalt bildet. Ja. Wie... was wollte ich sagen, wie laut das vorhin war mit dem Unfall? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Die Zugtür ist noch einigermaßen intakt. Okay, vielleicht können wir das mit dem Schraubenzieher aufmachen. Den bräuchten wir ja öfters. Oh nein. Was? Geht nicht? Nein. Warum nicht? Verletzte Fahrgäste. Ich sollte sie besser in Ruhe lassen. Ich sollte sie besser in Ruhe lassen. Ich sollte sie... Entschuldigen Sie. Entschuldigen Sie! Ja, ich bin ja nicht taub. Was kann ich für Sie tun? Haben Sie eine Ahnung, warum der Zug entgleist ist? Nein, weiß ich nicht. Vielleicht ein Anschlag? Was sollte das bringen? Verletzte, wenn nicht sogar tote Menschen. Kann ich nichts zu sagen. Verstehe. Haben Sie zwei Personen aus dem Zug gehen sehen? Ein Mann, südländischer Typ, und eine Frau, recht groß, schwarze Haare. Wenn ich gesehen hätte, wie zwei Personen aus dem Zug gegangen wären, würde ich wohl nicht mehr hier sitzen. Meinen Sie nicht auch? Okay. Er scheint wohl unter Schock zu sein. Geht es Ihnen gut? Es geht. Ich habe mir leichte Prellungen zugezogen. Doch wenn ich mir die anderen Passagiere hier so anschaue, dann habe ich wohl noch Glück im Unglück gehabt. Freut mich zu hören. Und wie ich gerade hier so zusammenrechnen musste, wird wohl die erste Folge der Aufnahme, also es müsste jetzt schon wieder zwei Folgen her sein, ziemlich kurz sein. Weiß ich jetzt nicht, ich muss das dann nochmal schauen. Naja, ich hoffe mal, das stört euch nicht ganz so. Okay, danke. Hier. Okay, ich werde dann gehen. Auf Wiedersehen. Bewusstloser Mann. Ich bin doch kein Dieb. Mal vielleicht mal helfen. Ein Mann im mittleren Alter. Er ist bewusstlos. Ja. Der Hund. Der Hund schnüffelt verdächtig an der Sitzbank. Das muss der Hund von Miranda sein. Vielleicht können wir den mit dem Ball anlocken. Ich glaube nicht. Verdächtig. Oh mein Gott, das sieht aus wie eine Bombe. Die Zünduhr zeigt 30 Minuten an. Wir haben nicht mehr viel Zeit. Scheiße. Sie klebt bombenfest. Ich bekomme sie nicht ab. Vermutlich eine Bombe. Wer hat die hier platziert? Ich würde, also der... Ich schaue mir den Hund nochmal genauer an. Dabei fällt mir auf, dass er die Hundepfeife von Miranda mitgerissen hat. Vorsichtig nehme ich sie ihm ab. Das muss der Hund von Miranda sein. Oh, oder? Toll, was soll ich... Jetzt gehen wir mal schnell zu Miranda. Und geben da mal die Hundepfeife. So eine Pfeife. Naja, also nicht das Mädchen das natürlich. Das geht nicht. Ach so, ja, die Hundepfeife. Keine gute Idee. Warum? Weil das ist eine... ich glaube... Gut, dann müssen wir die...
Miranda, ich bin es. Haben Sie meinen Hund? Noch nicht, aber ich werde ihn sicherlich gleich finden. Ah, oder wissen wir mit dem... Halt. Die Hundepfeife hier. Nein, warte, zurück. So. Folgt er. Jetzt müsste der hier stehen. Ja, sehr gut, pass mal auf und dann können wir das so. Ach, Alter, was? Was bringt das denn jetzt? Ach du Scheiße. Ach Mann. Nö. Alter, das ist... Nein, Hund, bleib hier. Bist du blöd? Wir haben nur noch 30 Minuten. Vielleicht erstmal Zeit zum Speichern. Ja. So. Ich möchte es ja dann nicht alles nochmal neu machen. Es wäre ganz schön scheiße für die Aufnahme. Also da... Erstens hörten wir da gar nichts und zweitens... Ganz ehrlich. Der Hund könnte doch auch mehrere Meter laufen, anstatt nur die zwei. 101,5. Alter, also was soll das denn werden jetzt? Da guckt sehr betroffen auf den Hund. Mann, ist das spannend jetzt. Oh mein Gott. Der Hund kommt. Drücken wir nochmal da drauf. Der Hund kommt wieder einen Meter. Und schon wieder einen Meter kommt der Hund. Und nochmal das Ganze. Und jetzt machen wir das Ganze nochmal. Ich hoffe mal, dass das jetzt reicht. Ja. Hey Miranda, ich habe deinen Hund. Oh, vielen, vielen Dank, Mister. Keine Ursache. Wenn ich was für Sie tun kann, lassen Sie es mich wissen. Okay, das werde ich machen. Vielleicht die Bombe entschärfen. Oh Gott. Ich bin's nochmal, Miranda. Hallo, kann ich helfen? Scheinbar nicht. Können wir denn jetzt mit der... Mann. Darf ich Sie kurz stören? Ja. Woher kommen Sie? Aus China. Mein Herr. Nein, so habe ich das nicht gemeint. Was ich sagen wollte, waren Sie schon die ganze Zeit hier im Zug? Ja, natürlich. Was glauben Sie denn? Sie sind mir vorher gar nicht aufgefallen. Ach, kann nicht sein. Haben Sie eine junge Frau und einen Mann südländischen Typs gesehen? Kann sein, ich weiß nicht. Wie kann sein? Ich habe... Hey, ist alles in Ordnung? Oh nein, er ist tot. Sein Verhalten auf die Frage, ob er Nico und Khan gesehen hat, war sehr merkwürdig. Ja. Ich untersuche die Leiche. Dabei finde ich ein Foto, auf das mit kaum leserlicher Schrift das Wort Xi Hang geschrieben ist und einen Brief. Soll ich das jetzt vorlesen? Eure Heiligkeit, ich bin ihrer nicht würdig. Ich bin ein Freiwilliger, ein Verräter, eine untreue... Was? Leibgarde. Der Druck war zu stark, dieser Orden einfach zu mächtig. Ich musste handeln und handelte falsch. Ich habe den
Schwur ihrer Familie gebrochen. Ich schäme mich so. Wir müssen sie aufhalten. Am Schluss wird der Brief unleserlich. Ich kann nur noch Bruchstücke erkennen. Der Mann schrieb etwas von Temrit. Waren damit etwa die Tempelritter gemeint? Das würde keinen Sinn ergeben. Was hat ein chinesischer Prinz mit den Templern zu tun? Äußerst merkwürdig, ne? Ich untersuche die Leiche ein zweites Mal und finde eine Packung Klebestreifen. Der alte Mann ist definitiv tot. Ja. Können wir denn die Bombe trotzdem irgendwie entschärfen? Das geht nicht. Ja, und das? Nö. Keine gute Idee. Lieber nicht. Trotzdem danke für das Angebot. Alle müssen doch alle raus da hier. Das sollte ich lieber lassen. An der Decke der U-Bahn sind Lautsprecher angebracht. Kann man immer wieder gebrauchen. Ich suche diese alte Zeitung nach etwas Brauchbarem ab. Doch bis auf einen Bericht über einen Krankheitsausbruch einer Londoner Schule, bei dem Hunderte von Kindern über Verstopfungsprobleme klagen, ist nichts Interessantes drin. Ein kleiner Gummiball. York United steht da drauf. Toll, was soll ich jetzt dazu sagen? Ich habe keine Ahnung, vielleicht sollten wir erstmal die bewusstlosen Männer hier... Ich bin doch kein Dieb. Ein Mann im mittleren Alter. Wir müssen doch da raus, Alter. Okay, ich werde dann gehen. Auf Wiedersehen. Kennt er vielleicht. Ich sollte sie besser in Ruhe lassen. Verletzte Passanten. Das wird nicht funktionieren. Wir müssen doch da irgendwie was machen. Keine gute Idee. Scheiße. Nein. Das wird nicht funktionieren. Keine gute. Ah, Mann, ey, was ist denn jetzt los? Das müssen wir mal alles hier durchprobieren. Ich glaube nicht. Warte jetzt auch. Ja, das geht sowieso nicht. Ich speichere jetzt nochmal in dem Moment hier. Wenn sie diesen Jahr wollen wir machen. Zurück. Wie wenn da. Gibt's denn hier noch irgendwas, was wir tun können? Fenster. Ich drücke gegen die Scheiben, doch es passiert nichts. Hier unten liegt Hundemarke. Ich hebe die Hundemarke auf. Der Name Doc ist eingraviert. Wie originell. Ja. Nö. Nein. Geht das? Können wir vielleicht das machen? Das wird nicht funktionieren. Ja, scheiße. Pass mal auf. Können wir vielleicht hier das Fenster irgendwie mit der Hundemarke zerstören? Lieber nicht. Trotzdem danke für das Angebot. Warum lieber nicht? Wir wissen doch aus. Scheiße. Da kommen wir auch nicht raus. Jetzt mal auf, ich drücke jetzt einfach mal Leertaste. Handstange. Das hätte schon was, sich jetzt festzuhalten und so zu tun, als wäre nichts passiert. Aber ich ziehe es dann doch lieber vor, nach Nico und Kahn zu suchen. Haltestangen. Können wir denn da irgendwie nicht abschrauben, die Haltestange? Oh nein. Scheiße, jetzt ist so Zeitpunkt, wo ich, die... Guck mal. Das hätte schon was, aber ich ziehe. Haltestangen. Ja. So, pass mal auf, können wir die vielleicht hier abmachen? Lieber nicht. Trotzdem danke für das Angebot. Haltestangen. Naja. Das wird nicht funktionieren. Mist.
Kaputte Sitzbank. Es macht nicht viel Sinn, eine kaputte Sitzbank auf brauchbare Gegenstände zu untersuchen. Das ist eine rote Sitzbank der Yorker U-Bahn. Das bringt doch jetzt auch nichts mehr hier. Das hätte schon was, sich jetzt festzuhalten, aber ich ziehe es dann. Der alte Mann ist definitiv tot. Scheiße, was macht man denn jetzt? Das Fenster, geht das auf wenigstens? Ich drücke gegen die Scheiben, doch es passiert nichts. Ja, ist mir schon klar. Scheiße, was haben wir? Wir haben ja jetzt nichts. Verdammt. Und mir fällt schon wieder ein, ich habe jetzt ganz die Zeit außer Acht gelassen. Mir fällt schon wieder ein, wir können jetzt mal wieder eine Pause machen. Und da sehen wir uns dann in der nächsten Folge wieder, wo wir hoffentlich dann wissen, wo es denn lang geht. Also bis dahin.